Ich wieder nach oben. Und diesmal geht ihr einfach weg. Haha. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder Kämpfe, also bis gleich. So, ich habe es kurz gemacht. Und natürlich siegreich. Und es kommt noch ein Kampf. Also bis gleich. Und natürlich wieder siegreich. Gut, jetzt haben wir ein... Da sind wir wieder. Der Kampf war... wurde gewonnen. Und ja, es ist gar nicht so einfach. Oh Gott. Ich wollte sagen, es ist gar nicht so einfach, auf diese Weise voranzukommen, weil alle paar Sekunden wirklich ja ein Kampf kommt, wie man sieht. Ich denke jetzt gleich wieder. Was sage ich euch? Aber die Kämpfe sind zurzeit alle keine Herausforderung. Das Problem bei den Kämpfen ist natürlich nur, ich verliere komplett den Redefluss und weiß da ja schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Das andere ist bestimmt für Gegner. Und damit habe ich bestimmt den Mittelgang geöffnet. Das war doch... Ja. Ah. Ja doch, diese andauernden Kämpfe machen einen ein klein wenig fertig. Yep. Und jetzt hoffentlich kommen wir rein. Oh, perfekt. Nein, was haben wir da? Ein Gegner. Okay. Und den kennen wir noch nicht. Asala ist dort hinten. Nisbil. Ja gut, dann verpiss dich. Ha, das war ja leicht. Gut, ich denke mal mit diesem Speicherpunkt... Na gut, ich mache noch ein bisschen weiter, weil das war jetzt hier nur gestückelter Rotz wegen den ständigen Kämpfen. Nein. Was passiert denn jetzt? Warum? Och man, okay. Yep. Oh Gott, ein Boss. Gewitter. Ja, hier lasse ich den Kampf laufen, denn jetzt kommt ein bisschen Technik. Ja, mit Schock verminde ich die Verteidigung immer. Verteidigung bei Angriff verstärkt. Okay, sobald ich angreife, stärkt er seine Verteidigung. Das ist good to know. Oh nein. Das war ja der. Okay. Krone muss häufiger drankommen wegen Gewitter. Jetzt sollte Krono drankommen, dann macht Ayala ihren Nahkampfangriff und das sollte wieder ein bisschen mehr Schaden verursachen. Und ja, das waren schon mal fast, ja doch, es waren 1000 Lebenspunkte, die ich jetzt hier dem Gegner quasi entrissen habe. Tech hast du jetzt auch noch. Na, aber ich war natürlich nicht so clever und habe eine Unterkunft benutzt. Dann hätte ich jetzt nämlich volles Mana und könnt ihr richtig aufdrehen. Naja, jetzt absorbiert er Elektrizität. Au. Au. Das kam jetzt nicht gut. Mach mal hier meinen Aura-Wirbel. Und zack. Und ja, das hat doch wieder zusammengereicht. Jetzt gucke ich mal, wie viel ich abziehe. Und naja, gut, das ist ungefähr die Hälfte. Jetzt dürfte es noch weniger. Au. Autsch, 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 autsch. Was habe ich denn hier noch? Wir hätten jetzt wenig Leben. Ja, es bringt nichts mit, Marle großartig anzugreifen, weil außer heilen kann sie ja nicht sehr viel. Ich könnte höchstens gucken, wie die Magie das wieder richtet. So. Ich denke, ich werde gleich meinen Eisangriff machen, nur um zu sehen, ob das denn viel Schaden macht. Oh Gott. Na. Gucken wir erstmal mit Eis. Und. Ja, ist ja klar. Aber es. Oh Gott, es senkt weiter die Angriffskraft. Das heißt, ich muss mal gucken, was habe ich hier noch. Und hab. Das war ja nicht schlecht. Er versteckt weiter seine Verteidigung. Wieder ein Eisangriff, wieder Gewitter. Das scheint langsam aber auch nicht mehr wirklich. Doch, noch 300. Was habe ich hier noch? Schmatzer. Füllt einige HP auf. Okay. Oh, perfekt. Einige war gut. Das war ja schon beinahe untertrieben. Nein, er macht den Trick wieder. Ja, alles noch im Lot.
Das macht ordentlich Schaden. Und jetzt noch ein Schmatzer auf die kleine Male. Gib ihr die Küsschen. Yep. Und ein Eis hier rüber. Warum rede ich so viel sinnloses Zeugs beim Kämpfen? Um euch einfach verständlich zu machen, was ich hier gerade so tue, während ich kämpfe. Also meine Gedanken. Naja, eigentlich ist es auch total unnötig, aber hey. Ihr habt anscheinend sowieso nichts Besseres zu tun. Aha. Nein. Also, ihr wisst schon. Erstmal auf mich. Na, ach Mann. Oh Gott. Okay, danach unbedingt auf Ayla. Und Male heilt sich. Zack, zack, zack. 500 Lebenspunkte dazu. Mehr ein bisschen Gewitter. Und jetzt nochmal Kraft auf die auf Ayla. Ayla. Naja, sowas in der Drehe. Und zack, da sind sie alle wieder auf dem Bein. So kann es weitergehen. Na, jetzt macht er die Attacke. Ich meine, Rollkick. Und eine Eisattacke. Jetzt geht langsam Chrono aber die Magie aus. Das ist... Wow, das war jetzt nicht schlecht. Die Attacke sollte ich hier weiter benutzen. Na komm. Wie lange kannst du das noch aushalten? Ich meine, das ist doch jetzt schon einiges an Schaden gewesen. Und wieder... Ich ziehe da fast pro Runde 1000 Lebenspunkte ab, mein Freund. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Gieß erstmal ein Eis. Zack. Oh Gott. Gewitter hier rüber. Euch ein Schmatzer auf sie. Dann, ach Gott. Ich bin ja schon fertig. Das ist ja... Aha. Yeah. Nein, es war doch schon ein klein wenig... ich musste ein bisschen nachdenken. Glaube ich zumindest. Egal. Ich habe mir jetzt den Speicherpunkt verdient und ich denke, mit dem Tod dieses Endgegners beende ich die heutige Aufnahme. Ich danke fürs Zusehen. Das waren jetzt eine gute Weile und ich bin jetzt auch schon 8 Stunden bei dem Spiel. Oh Gott. Also, bis morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Dark Kuru.